Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Du fragst, ich antworte. Und heute mit dem zweiten Teil für eine möglichst erfolgreiche Behandlung, wenn es um Schmerzen geht. Heute in dem Block 2 geht es um die Behandlung. Und zwar ist es einerseits die Behandlung, die ich durchführe am Patienten. Und da versuche ich dir mal ein bisschen zu erklären, wie ich da eigentlich vorgehe. Im letzten Video, das ist auch unten nochmal verlinkt, falls du es noch nicht gesehen hast, schau es dir bestenfalls davor an, versuche ich ja erstmal herauszufinden, welche Struktur betroffen ist. Das läuft dann über die Anamnese, den Befund. Und wenn ich die Struktur dann gefunden habe und wie du mich kennst, weißt du mit Sicherheit mittlerweile, dass ich vor allen Dingen an den Muskeln arbeite, weil eben dort Schmerz geschaltet wird. Und weil ein Großteil meiner Patienten eigentlich ausnahmslos ursächlich muskuläre Probleme hat. Und deswegen versuche ich dementsprechend den Muskel ausfindig zu machen, der am Ende auch den Schmerz oder die Bewegungseinschränkung auslöst. Und wenn ich mit dem arbeite, dann hat genau dieser Muskel, weil er eben schmerzt, sehr häufig auch eine zu hohe Spannung, ne, also einen zu hohen Tonus, so nennen wir das in der Physiotherapie, in Form von beispielsweise Triggerpunkten oder Myogelosen. Das sind richtige Muskelknoten, die es dann erstmal zu befreien gilt. Und warum ist das so wichtig? Block 3, da werdet ihr erfahren, was dann auch die wirkliche Ursachenbehandlung ist, weil da geht es ja darum, diesen Muskel wieder vom Ursprung und Ansatz zu verlängern. Also da geht es mehr über die Dehnung. Aber damit ich einen Muskel adäquat dehnen kann, muss ich im Zweifel dann erstmal diesen Triggerpunkt oder diesen Spannungsknoten lösen, damit ich im Anschluss auch viel besser, ich sage immer, an der Wäscheleine ziehen kann. Also Schritt 1 wäre erstmal den Knoten aus der Wäscheleine holen, um anschließend eben besser an dieser Wäscheleine ziehen zu können. Dementsprechend kann es auch immer mal gefährlich sein, und das sind auch immer wieder Erfahrungen meiner Patienten, wenn sie dann irgendwo dann im Internet auf eine Übung stoßen. Eine reine Dehnübung, das kann aber auch eine Kräftigungsübung sein, weil das kann eben auch diese Triggerpunkte aktivieren. Wenn ich dann ziehe an dieser Wäscheleine, ohne vorher den Knoten gelöst zu haben, dann ziehe ich im Zweifel den Knoten noch fester und der Schmerz wird noch mehr geschaltet. Deswegen bitte auch da immer vorsichtig, wenn Schmerzen bestehen. Diese Übungen machen hervorragend, also machen wirklich auch Sinn, wenn noch kein Knoten drin ist. Unabhängig davon kann sich natürlich, wenn der Knoten nicht allzu fest ist, der Knoten auch erstmal durch so eine Dehnung lösen. Und das ist auch wunderbar. Und dann bitte auch so weitermachen. Ich weise nur darauf hin, dass es auch immer wieder die Situation gibt, dass der Knoten viel zu fest ist und im Zweifel dann auch noch fester zugezogen wird. Und da macht es eben Sinn, wirklich einzugreifen. Das mache ich als Therapeut. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du das bei dir zu Hause machst, in Form von Triggerhölzchen, Stäbchen, Drückern, wie auch immer. Man kann auch die Faszien ausziehen, ne, wenn die noch verklebt sind. Das ist alles unterstützend. Oder man lässt sich eine Massage geben. All das kann hilfreich sein, um erstmal diese Knoten bestmöglich zu lösen. So, dieser Zusammenhang war mir einfach nochmal wichtig, ja, ihn ausgesprochen zu haben. Denn die Übungen an sich, auch wenn sie vielleicht, ne, unbewusst erstmal diese Beschwerden verstärken, sind langfristig natürlich unheimlich sinnvoll. Deswegen kann man nicht mal sagen, das ist gut oder schlecht, sondern entscheidend ist erstmal herauszufinden, wie stark ist der Muskeltonus, wie hoch ist die Spannung und wie groß sind im Zweifel da auch die Verklebungen. Und dann sollten die natürlich auch erstmal gelöst werden. So, und wenn du Beschwerden hast, wenn du da Unterstützung brauchst und eben nicht die Möglichkeit hast, hier in die Praxis zu kommen, um dir diese Knoten lösen zu können, dann gibt es natürlich auch online diese Möglichkeit, auch mit mir zusammen an diesen Strukturen zu arbeiten. Und unter diesem Video findest du einen entsprechenden Link, entweder zum Webinar oder auch direkt zum Schmerzfinder, wo diese Möglichkeit besteht. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und ich freue mich auf unser nächstes Video. Ciao!